Grabbel hier, Grabbel da. Der Grabbelpeter ist wunderbar. Grabbel hier, Grabbel da. Der Grabbelpeter, der Machthara. Grabbel hier, Grabbel da. Der Grabbelpeter, der Machthara. Ja, liebe Freunde, mit dieser wunderschönen Gesangseinlage begrüße ich euch zurück zu Little Nightmares The Hideaway DLC. Oder auch zu Deutsch das Versteck. Ja, wir sind hier, wie ja unschwer zu erkennen ist, wieder mal mit Grabbelpeter unterwegs. Schrägstrich Langfinger-Gnom. Und ich konnte mir übrigens immer noch keinen wirklichen Reim draus machen, was wir eigentlich machen müssen hier. Also, meine Vermutung ist ja einfach, wir müssen jetzt übrigens ein bisschen leise sein, nicht, dass er uns jetzt hier begrabbelt, der alte Grabbelpeter. Meine Vermutung ist jetzt hier einfach, dass wir unten irgendeine Maschine zum Laufen bringen müssen. Das würde die Sicherung auf jeden Fall mal erklären. Ich hoffe, der bleibt jetzt erstmal da hinten. Nein, bleibt er natürlich nicht, der kommt hier direkt wieder reingedackelt. Super. Alter, diese Kinderköpfe, diese Puppenköpfe, Kinderköpfe, sag ich schon. Willst du mich verarschen? Das soll doch echt ein schlechter Witz sein, Alter. Alter, ah! Grabbelpeter. Ja, ich glaube, ich nenne ihn ab sofort nur noch Grabbelpeter. Ab heute hat er ein Update bekommen. Von Langfinger-Gnom zu Grabbelpeter. So, da sind wir wieder. Einmal hoch da. Mann, ey, der ist echt... Ich finde den so schlimm, den Typen, ne? Also, nochmal dasselbe Spiel. Jetzt kommt er hier wieder rüber gedackelt. Hä? Ich habe doch kein Geräusch gemacht. Glaube ich. Hoffe ich zumindest. Ich latsche mal eben kurz hier hinten rum. Wo müssen wir... Ach, guck mal, der Affe ist auch wieder da. Cool. Ich glaube... Müssen wir die Kurbel... Nee. Alter, nimm die Finger weg da. Hier hinten ist nämlich noch ein Hebel, den habe ich eben schon gesehen. Kann das sein, dass wir den hier... Ich traue mich jetzt nicht, wenn er jetzt hier im Raum ist. Das wäre leicht verblödet, glaube ich, den jetzt zu betätigen. Ich warte einfach mal kurz, ja? Der mit seinem kleinen süßen Nerd-Jones-Zug drauf. Voll niedlich eigentlich. So, jetzt aber. Da war nichts. Da war nichts. Es war nur eine Illusion. Du träumst. Scheiße. Können wir den Affen nicht nehmen und ihn dann irgendwie ablenken? Geht das? Oh, nö. Oh, auch nö. Das tut jetzt aber nicht not. Der Herr, können Sie bitte wieder... Das muss jetzt wirklich nicht sein. Wirklich. Nein, das muss jetzt wirklich nicht. Ja, es ist ein Hebel. Es ist ein Hebel, das mag... Der eine oder andere vielleicht nicht glauben, aber es ist ein Hebel. Ich sehe schon wieder nicht, wo ich hier langlatsche und ich will nicht auf dem Holzfußboden rumdackeln, weil er das ja natürlich wieder hört. Ist auch witzig, sobald da irgendwie Tücher liegen, hört man die Bretter nicht mehr, wenn sie quietschen. Die müssten eigentlich so oder so quietschen. Was hat er da jetzt in der Hand? Hat er da irgendwas mitgenommen gerade, oder? Ich konnte es gerade nicht genau erkennen. Was haben wir denn jetzt überhaupt aktiviert? Oh, da hinten ist ein Knopf. Aber das kann ja eigentlich nicht sein. Ich habe gerade eine Vermutung, aber das kann eigentlich gar nicht sein. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Da hinten an seiner Werkbank ist ein Knopf. Über diesem Knopf ist eine Kreissäge. Ah, nein! Das würde keinen Sinn machen, weil wir wissen ganz genau, dass im Hauptspiel Six den netten, werten Herrn hier umlegt. Und da ist er ja nicht verletzt oder so. Nein, ich bin nicht hier. Wer? Lass es sein. Geh mit deiner Hand weg. Wag es nicht. Warte das? Ich hoffe nicht. Ah, super! Ah, super! Ach so, ich dachte, er verletzt sich dann aber, dass sie... Okay. Los, komm! Mach hin, komm, drehen! Oh! Komm! Rein da! Ich bin weg! Tschüss! Tüdelü! Oh, Gottes Willen! Ich dachte, wir können ihn irgendwie dazu bringen, da reinzufassen, aber das würde keinen Sinn machen.
Es würde einfach keinen Sinn machen, weil in der Hauptstory am Ende ja auch nicht irgendwie mit diesen Ratten. Ja, wundervoll. Da er in der Hauptstory auch nicht irgendwie verletzt war oder sowas. Eine Leiter, wo wir natürlich wieder nicht rankommen, ist ja völlig klar. Ich glaube, wir müssen den Wagen hier irgendwie runterholen, ne? Nicht das, was ihr schon wieder denkt. Ihr seid echt pervers, ne? Ihr seid echt pervers. Das sagst du einmal runterholen und dann... Also, was ist denn mit euch los, ey? Ah, guck mal. Das ist wieder eins der Zäpfchen. Können wir den da irgendwie runter... Können wir den da irgendwie rausholen? Ich komme da leider nicht ran. Oder kommt er da selber runter? Geht das? Komm, einmal ordentlich gegenkloppeln. Schaffst das? Kollege, ich glaube an dich. Können wir hier hochklettern? Nö, das wär zu viel verlangt anscheinend. Ich komme da noch nicht hin. Hm. Hier ist wieder Kohle. Hm. Erstmal ein wenig umschauen und dann... Also erstmal die Situation erkennen und dann, ne? Wisst ihr Bescheid. Hey, warum kommen wir da nicht ran? Müssten wir doch eigentlich irgendwie rankommen. Der kommt da, guck mal. Eigentlich müsste das gehen. Hier sind ein paar Kisten. Da können wir aber nicht hochklettern. Ich blick das nicht. Ich blick gerade nicht genau, was wir hier machen müssen. Was ist das? Ist das eine Dose? Was ist das Rote da? Sieht so komisch aus. Naja, lassen wir einfach mal. Wir brauchen unser Zäpfchen. Wir brauchen das Zäpfchen da oben. Aber wir müssen da irgendwie rankommen. Warum kann ich denn hier nicht hochklettern? Okay, warte, nee, die Lore. Wir brauchen die Lore, die muss hier hingeschoben werden. Damit wir in den Schrank hochklettern können, damit wir das Zäpfchen runterholen können. Rausholen können. Entschuldigung. Mann. Und dann können wir mit dem Zäpfchen, mit der Hilfe vom Zäpfchen, die Leiter nach unten holen. Ist ja heute echt wieder furchtbar, ne? wie machen wir das? Der ganze Müll hier. Hier ist ein Brett. Ist wahrscheinlich Brett Pitt. Ich kann mir gerade echt keinen Reim drauf machen. Was ist das hier in der Ecke? Wieder ein paar Bretter. Okay. Hier ist ein Biasen. Die Tür geht auch nicht auf. Hm, hier ist ein Hammer. Den wir nicht mitnehmen können. Schade. Ach so. Ah, der macht uns ja natürlich alles nach. Aber warum? Wir haben ihn doch noch gar nicht geknuddelt. Hey, bleib hier. Komm her. Liebe. So, das hätten wir. Du kommst jetzt mal mit. Nicht im Kreis laufen, mitkommen. Alter. Die haben von irgendwas, glaube ich, wieder zu viel geraucht. Wirklich. Ich bin der festen Überzeugung. So. Ich muss aber sagen, das DLC ist schwerer als das erste. Das muss ich wirklich zugeben. So, Randa. Und wir gehen die Leiter einmal hoch. Jetzt müssen wir die Lore irgendwie runterbekommen. Diese Puppen hier, was sollen diese Puppen? Sehen mega creepy aus. Hier komme ich wahrscheinlich auch nicht hoch. Vielleicht einmal... Okay, das kann ich mir vielleicht denken. Einmal hier, hopsa, so. Einmal rüber gehopst und zack. Ah, hier, guck mal. Genau, hier ist wieder eine Kurbel. Ist der Cousin von Tinkerbell. Den hatten wir, glaube ich, schon, ne?
dachte, vielleicht wird er jetzt besser. So. Ach so. Kann ich jetzt runterspringen, ohne dass mir was passiert? Ja, sauber. So muss das. So, war alles geplant. War schon geplant. So, ich wollte mit Absicht sterben. Scheiße. Oh, Junge, du bist so inkompatibel, ey. Hä, wie hätten wir denn wieder zurück? Ah, wir hätten über die Kisten, ne? Wir hätten über die Kisten klettern können, ich Dulli. Naja. Du sollst... Gott, bist du dämlich. Gott, bist du dämlich. Hast eine Leiter neben dir und springst runter. Gott, bist du dämlich. So, komm mit. Helfen. Ich wollte gerade sagen, wenn die jetzt da so hochschieben könnten, das wäre schon echt ein Wunder. Wir brauchen noch einen. Wir brauchen noch ein wenig Hilfe. Ist hier drunter eigentlich einer? Ist das unser, der hier gerade Geräusche macht? Oder? Ich glaube, da drunter ist keiner. Oder kann man da rein? Nö. So, ich warte mal eben kurz auf unseren Kollegen. Hm, wo? Aber jetzt gibt's ja keinen Grund mehr, hier aufs Regal hochzukommen, ne? Oder? Ach doch, da hinten ist, glaube ich, wieder so ein Durchgang, oder? Ja, da ist wieder so ein Durchgang, ganz oben auf dem Regal. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen... Oder Anschwung. Oder mit Anschwung, das kann natürlich auch gehen. So. Hallo? Also, erstmal hier hinten hinschieben. Ey, der hilft doch gar nicht mit. Fauler Sack. Und ich glaube, gerade wenn das Schiff... Wenn das Schiff... Ja. Jetzt habe ich hier meinen Zwerg da erstmal zerquetscht. Ich glaube, wenn das Schiff... Ey! Oh, bleib doch mal stehen! Wenn das Schiff... Jetzt nach... Sag mal... Wenn das Schiff nach rechts schwenkt, dann müssen wir Gas geben. Also wir warten nochmal ganz kurz. So. Und. Na komm. Ich weiß nicht, wie weit er jetzt schwenkt. Jetzt, komm. Los, 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 los. Komm, los. Anschwung. Los. Nein, ich glaube, das war zu spät. Ich glaube, selbst mit Anschwung wird das nichts. Nee, wir müssen, glaube ich, hier einfach warten, bis er schwenkt, ne? Kann das sein? So, jetzt. Auch nicht wirklich. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Das ist jetzt die Frage, die sich mir stellt. Wir kriegen das Teil da nicht hoch. Vielleicht mit ziehen. Was macht der denn da jetzt? Ist er gerade unter dem Wagen? Okay. Ziehen und schieben. Ja, könnte gehen, muss aber nicht. Mal kurz warten. Warten, jetzt schwenkt er wieder. Den kriegen wir dann niemals hoch, Alter. Niemals im Leben. Wie soll das gehen? Da oben ist noch ein Durchgang. Da oben ist noch eine... Oh, ich bin auch dämlich. Ich bin auch dämlich. Aber ist ja nichts Neues. Er steht einfach nur auf den Gleisen. Auch süß. So. Pass auf, dass du jetzt hier nicht zu much verarbeitet wirst, ne? Hier hoch. Oh, ey, diese einfachen Sachen, ne? Die fallen mir auch nie ein. So. Also. Und hier müssen wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen Hilfe holen, kann ich mir gut vorstellen. Was ist das hier? Ist das ein Knopf? Der ist einfach nur ein Stopper oder sowas, ne? Ja, irgendwie, ah, so, nur so ein Stoppi. Ach, wie süß, guck mal. Kann ich hier, ne, da komme ich nicht ran. Ich glaube, ich muss
Hier. Ah, cool. Schaffe ich das da rüber? Geht das? Ich komme da nicht rüber. Na gut. Einfach mal rein ins Vergnügen. Ey, Kollege. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Lass dich doch knuddeln. Ja, geknuddelt. Liebe. So. Also. Den können wir doch sicherlich hier rauswerfen, ne? Ah, hier, guck mal. Hier ist eine Rampe. Ich feiere das echt, dass man die jetzt so ein bisschen mit ins Spiel mit eingebracht hat. Aber da kommt er nicht ran. Da kommt er alleine nicht ran. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, wie machen wir weiter? Und ich müsste gleich mal Folgenende machen. Was soll ich, wenn ich hier reingehe? Gar nichts. Ey, nicht runterspringen. Nicht. Nimm ihn doch. Nimm ihn doch. Oder sitzt er da einfach am Rand? Zurück komme ich auch nicht, ne? Oh, warte mal, bessere Idee. Bessere Idee. Viel, viel bessere Idee. I have a good idea. Aber diese good idea machen wir in der nächsten Folge, denn ich verabschiede mich erstmal. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ja. Bis dahin. Und bis zum nächsten Mal. Euer Tobi. Tschüss.